haben noch den Fisch. Perfekt. Komm mal her. Komm her, komm her. Vielen Dank. So, auf jeden Fall sind wir irgendwo da hinten. Da ist unsere Hütte, genau. Unsere Hütte will ich es nicht nennen. Ich nenne es einfach mal. Ich nenne es mal, wie soll ich sagen, was es ist. Ein Dreckklotz. So. Okay, wir haben schon ein bisschen was. An die Tintenfische zu kommen ist schwierig. Es gibt zwar schön viele, aber wir können noch nicht wirklich tauchen. Das ist das Problem. Wir würden wahrscheinlich ertrinken bei dem Versuch, das Zeug da unten rauszuholen. Na gut, wir wollen jetzt hier erstmal hier. Wo haben wir denn da? Da haben wir noch Leben. Also haben wir jetzt genug. Was brauchen wir für die Aufgabe? Wir haben alles, okay. Ich nehme hier die Karottensamen. Ah, wir kriegen alles? Okay, das ist noch besser. Das ist ja noch besser. So, wir brauchen Mystical White Flower. Flower für die Lesser, bla bla. Genau, auf Erde benutzen. Alles klar, das kriegen wir hin. Cobblestone haben wir. 32 Erde, die müssten wir dann noch sammeln. Wir haben noch nicht genug. Lass ich mal das Zeug hier wegtun. Wir können doch bestimmt schon mal einen Ofen basteln. Perfekt. Ein Ofen. Und 5 Rohkalamar. Ja komm, da kann man eigentlich. Moment, kann ich damit was Besseres kochen? Einfach nur Magical Crops, echt wirklich. Aha. Gibt gekochtes Lamp. Ja. Ja, was denn jetzt? Das oder das? Das könnt ihr nicht entscheiden. Na gut. Du kommst jetzt da rein und so. Verschwenden wir halt ein bisschen Kohle, aber es ist ja jetzt auch nicht sonderlich tragisch. So. Ich werde jetzt nur ein bisschen. Jawohl, so kann ich das auch tun. Dich brauchen wir. Und dich. Brauchen wir Sticks. Hoppala. Sticks, die Karotten. Den Weizen. So. Normales Vanilla Farming ist hier aus. Man muss Agri-Kraft benutzen. Karotten. Samen, normale Weizensamen. So. Kann er schon mal wachsen und wir werden jetzt ein bisschen davon noch schnappen. Das kommt jetzt da weg und dann werden wir mal runtergehen. Weiter buddeln. Obwohl ich noch ein paar Spinnen jagen wollen würde, aber wir müssen ja auch sowieso hier unten noch mehr Erde schaufeln. Und ja, Spitzhacke muss man quasi auch mal erstmal leveln. Muss man leveln, oder? Speed Mining. Kann man die leveln überhaupt? Nö, die leveln nicht. Ich dachte, die würden leveln, aber na, wo ne, Haltbarkeit? Nein, tun sie nicht. Okay, gut, dann vergessen wir das, was ich gesagt habe. Kann man Teile austauschen? Ich hoffe es doch. Müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht auch ein bisschen Eisen finden für eine bessere Spitzhacke natürlich. Also hier unten kann ich wieder mein kleinen X-chen anmachen hier. Wir wollen ja nicht, dass uns was im Rücken spawnt, das ist dann unschön. So.
Oben tummeln sich echt die Viecher, das ist grausam. Aber naja, ich glaube, hier wird keins runterkommen. Oh, schön, so eine schöne Erdader, perfekt. Ich will jetzt nicht allzu viel schaufeln. Dann will ich mal weiter buddeln. Wir haben einen Minenschacht. Wir haben einen Minenschacht. So, warte mal. Stein, Stein, das Boden. Dann muss ich hier weiter, genau. Oh, Kies ist auch nicht übel, glaube ich. Glaube ich zumindest. War das so? Oh, keine Ahnung. Gib mir mal die Steine gerade. Jetzt habe ich Zucken im Auge. Ja, toll. Danke. Immer wenn ich aufnehme. So. Okay. Kram mal weiter. Komm. Schon ein bisschen weiter runterkommen. So ein bisschen wenigstens. Weil wir brauchen auch immer Material und ach Gott, das war alles brauchen. Wir wollen ja unsere Erde wieder begrünen, aber das wird jetzt zu dunkel. So. Geben wir mal das und das und schon mal die Schaufel wieder repariert. So. Okay. Ob ich jetzt hier bei diesem Projekt viel off-Kamera machen werde, das weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich gerade nicht dran. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ich denn gewisse Dinge ja off-Kamera erledigen soll, wo mir jetzt gerade ehrlich gesagt keine einfallen würden, welche das wären. Ja, zum Beispiel oben. Später das Wasteland quasi durch Gras ersetzen oder so, solche Sachen. Das würde ich dann wahrscheinlich vielleicht auf Kamera machen. Mal gucken. Das könnt ihr euch wieder aussuchen. Ihr könnt ja immer gerne über die Kommentare Einfluss auf den Verlauf des Let's Plays machen. Ne? So. Wie tief sind wir eigentlich schon? Nur für 24. Wie tief gehen wir denn? Ja, wie tief gehen wir denn? Ich weiß noch nicht. Vielleicht bis 15, 12. Immer bis 12, so mache ich es eigentlich immer. Ich hänge nicht immer bis 12 runter. Und dann buddel ich mich meistens geradeaus. 17. Zack, dann da ist es kaputt. So ein Uhr wäre jetzt noch schön, wo ich weiß, ob es Tag oder Nacht ist. Was ist denn das? Seht ihr auch, oder? Was ist das? Staubfloseln im Licht, ne? Oder so? Daran erinnert mich das. 13, so, jetzt ist es 12. Guck mal, das ist mal Erde. Ich habe keine Ahnung. Von Akademie Kraft irgendeine Flüssigkeit. Okay. Ich habe Angst. ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal lieber.
Ich kenne mich Akademikraft nicht aus. Der ist mir komplett neu. Der ist mir ein Rätsel. Machen wir noch einen Stein rum. Der ist mir ein komplettes Rätsel. Das muss eigentlich ein bisschen mehr Tag sein. Oder es ist wieder Nacht geworden, vielleicht das auch. Es ist einfach dunkel. Habe ich den ganzen Tag unten verbracht? Wo ist der Mond? Ah, das ist am Untergehen. Ah, perfekt. Okay. Mal gucken, da kommen gleich Zombies angerannt. Was wollt ihr von mir? Ich schmecke nicht. Okay. Na komm. Geh sterben, komm. Oh, danke. So, ich kann das wieder ausmachen. Der Enderman wird mich schon unten reizen und die Spinne. Aber dieser Bogenschütze nervt mich. Ja, okay. Komm. Na komm. Wunderbar, hab ich los. So. Okay. Ja, okay, damit kann man schon mal was anfangen. So. Haben wir noch Spinnen irgendwo rumfliegen, rumkrabbeln? Ich glaube nicht, ne? Genau, Spinnenweben vergessen. Oh, hier liegen Spinnenweben rum. Faden rum. Ich hab da eh noch eine Spinne gesehen. Och Mann, ist sie weg. Na gut. Die Spinnenweben will ich haben. Ich die echt übersehen, sowas. Ich brauche Faden. Ich will halt ein Bett haben, für die Nacht überspringen können. Das ist viel, viel, viel angenehmer. Und auch für den Spawnpunkt. Naja. Guck mal, mit der Tintenfische, warte mal, die hole ich mir gerade. Was zu essen? Tintenfischringe. Ja. Stirb, stirb, geh doch. Erst du noch. Perfekt. So, und da war nochmal ein Fischi. Ist hier unten drunter oder so? Nö, da. So. Okay. Ich habe mir noch einen Wegpunkt gemacht. Na toll. Macht ja nichts. Wir sind ja hier am großen Wasser, ne? So. Jetzt kümmern wir uns mal um Essen, ne? Also es muss mal Essen und eine Grasfläche. Das brauchen wir jetzt. Und die Frage, lege ich es hier einfach oben drauf? Oder tausche ich es aus? Eigentlich einfach oben drauf legen, oder? Ja, komm. So, wir haben ja ganz viel Erde, genau. Da können wir eine Quest erfüllen. Kobbel, Erde, Pick One, Limestone oder Marmor. Ja, toll. Ach komm, der Marmor ist ja geil, glaube ich. So. Ein Lehmeimer. Ja, okay, da kommt schon auch ganz viel Erde. Ich finde hier eine Menge Wasser. Ja, klar. Für Farming, aber. Farm. Ah. Ja. Klar, den Eimer aus Lehm bauen. Lehm findet man in dem toten Gras. Gut.